Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Frage, wie funktionieren eigentlich Kraftwerke? Ursprünglich war das einer der 8 Vorträge, die wir im Klimapavillon in Gera gehalten haben. Aber leider Gottes sind bei unseren ersten beiden Vorträgen die technischen Einstellungen nicht ganz korrekt gewesen, sodass die Aufnahmen nicht zu gebrauchen sind. Gar nicht so schlimm, jetzt mache ich es einfach nochmal neu. Die anderen 6 Originalaufnahmen von den entsprechenden Vorträgen findet ihr ja auch schon hier im YouTube-Kanal. In diesem ersten Vortrag ging es jedenfalls um die Frage, wie funktionieren jetzt eigentlich ganz genau Kraftwerke? Dabei wollen wir verschiedene Aspekte grundsätzlich betrachten. Es geht einerseits natürlich darum, wie sind die konventionellen, klassischen fossilen Kraftwerke aufgebaut und wie funktionieren die? Wie kommt es dazu, dass schlussendlich Strom und auch Wärme dort herauskommt, wenn man am Anfang irgendwo einen Brennstoff reingibt? Wir gucken uns dann natürlich auch im Gegensatz an, wie sind Windkraftanlagen aufgebaut, wie funktioniert bei denen die Stromproduktion und genauso gut auch noch die Frage, wie funktioniert das eigentlich bei Photovoltaikanlagen, weil dort das Prinzip nochmal ganz anders funktioniert als bei den ersten beiden Varianten. Und ich denke, damit haben wir dann einen ganz guten Überblick darüber geschaffen, wie die Stromproduktion in Deutschland genau funktioniert und wie eben Kraftwerke so an sich funktionieren. Los geht's. Ein klassisches Kraftwerk, so ein ja, fossiles Kraftwerk, das ist nun mal mit einer gewissen Größe irgendwo stehend. Dieses konkrete Beispiel hier ist ein Heizkraftwerk in Berlin von Vattenfall. Das ist also noch relativ mittelgroß, mittelklein, weil es auch mitten in einer Stadt steht. Dann gibt es natürlich deutlich größere Varianten, die richtig großen Braunkohlekraftwerke, ganz zu schweigen natürlich auch die Nuklearkraftwerke. Die stehen dann meistens irgendwo in der Nähe von einem Fluss, wie auch natürlich dieses Beispiel direkt neben der Spree, weil man eine entsprechende Kühlmöglichkeit braucht und dementsprechend muss das irgendwo mit entsprechend großer Infrastruktur hingebaut werden. Das Interessante bei diesen Kraftwerken ist natürlich, dass die neben der Fähigkeit, sehr, sehr viel Strom und Wärme zu produzieren und es auch durchgehend zu produzieren, je nachdem, wie viel Brennstoff man reingibt, dass die eben entlang des Brennstoffes auch Emissionen ausstoßen. Dass die also CO2 und andere Treibhausgase bei der Produktion erzeugen und diese eben auch an die Umwelt abgeben. Das sind die Rauchschwaden, die man hier in diesem Beispiel sehen kann. Das ist deswegen interessant, weil das natürlich ganz und gar nicht mit unseren Zielen entlang der ja, Umweltschutz- und Klimaschutzvisionen und Strategien zusammenpassen würde. Und dementsprechend müssen wir von diesen Kraftwerken wegkommen, denn die kann man nicht anders betreiben. Die kann man nicht ohne diese Emissionen betreiben. Da muss also was passieren. Die haben zwar ihre Vorteile, die haben auch ihre Nachteile, aber vor allem passen sie nicht zur Zukunft. Die passen nicht zur Energiewende, die natürlich die Energiewirtschaft auch noch maßgeblich prägt und auch noch prägen wird. Zweitens, es gibt natürlich noch die Atomkraftwerke. Und jetzt sieht man da zwar auch diese beiden großen Türme, aber das sind Kühltürme. Da wird eigentlich nur Wasser nachher wieder abgekühlt, was vorher ein bisschen erwärmt wurde. Das heißt, da gibt es gar nicht diese Rauchschwaden, da gibt es gar nicht das großartige CO2 und andere Treibhausgasemissionen. Aber dort haben wir natürlich den Effekt, dass wir Brennstoffe nicht direkt verbrennen, sondern dass wir Brennelemente verwenden, um dort Hitze zu erzeugen. Und die sind nun mal radioaktiv, die sind nun mal nuklear. Deswegen sind es auch entsprechende Nuklearkraftwerke und Atomkraftwerke, die eine gewisse Gefahr birgen. Und diese Gefahren haben wir ja nun schon leider Gottes ein paar Mal in der Menschheitsgeschichte erleben müssen. Ein paar Beispiele davon haben wir auch hier auf diesem YouTube-Kanal rund um die INES-Skala schon mal ein bisschen erklärt. Da kommen auch noch weitere Videos, aber Tschernobyl und Fukushima sind, denke ich, jedem ein Begriff. Und tatsächlich sind auch diese Kraftwerke nicht ganz CO2-frei und nicht ganz treibhausgasfrei, denn allein schon bei dem Bau und später auch dem Abbau der Kraftwerke, allein die Mengen an Beton, die dort verwendet werden, sind natürlich mit Emissionen behaftet, aber eben auch das Abbauen des Urans, ganz ursprünglich, was nicht nur verschiedene radioaktive Stoffe ja nochmal extra freisetzt, sondern auch dabei werden natürlich jede Menge Treibhausgasemissionen freigesetzt. Also das ist auch nicht in jeder Hinsicht so easygoing als die Lösung der Energiewende zu sehen. Es ist ein guter Plan, dass wir auch als Deutschland die Atomkraftwerke stilllegen. Aber kommen wir später noch dazu,
was dann der Unterschied ist nach einer Produktion mit den Erneuerbaren. Aber jetzt geht es erstmal noch darum, wie funktionieren also diese Kraftwerke von ihrem Aufbau her. Die sind immer grundsätzlich gleich funktionierend. Es gibt irgendwo eine Brennkammer. Eine Brennkammer macht natürlich genau das, was der Name irgendwie schon sagt. Man gibt dort einen Brennstoff rein. Und dieser Brennstoff kann jetzt eben die Kohle sein für das Kohlekraftwerk, das Erdgas für ein Gaskraftwerk, prinzipiell Öl für ein Ölkraftwerk, auch wenn wir in Deutschland natürlich Ölkraftwerke nicht mehr betreiben. Wir nehmen also irgendeinen fossilen Brennstoff, den wir dort hineinschütten. Wie gesagt, bei einem Kernkraftwerk ein bisschen anders, dann nehmen wir das Uran und daraus machen wir Brennelemente und die sind einfach nur sehr heiß, weil die radioaktiv strahlen. Das ist dann dort der Effekt. Dort haben wir also kein offenes Feuer. Aber bei den anderen Varianten brennen wir tatsächlich einen Brennstoff ab, um in dieser Brennkammer auch ein Feuer zu erzeugen. Und was macht so ein Feuer? Natürlich, es brennt und dementsprechend erzeugt es auch Hitze. Und diese Hitze ist dann schlussendlich der Effekt, den wir nutzen wollen, um damit natürlich einen Wasserkreislauf zu erhitzen und dabei dann Dampf entstehen zu lassen. Wenn Wasser stark erhitzt wird, gibt es Dampf. Das sehen wir am Wasserkocher oder wenn wir irgendetwas auf dem Herd kochen. Und das natürlich jetzt in deutlich größerem Maßstab, gibt es eben auch im Kraftwerk, wenn dort an der Brennkammer praktisch anliegend ein Wärmetauscher ist und dieser dann den Wasserkreislauf erhitzt. Dampf ist jetzt entsprechend gebildet worden und Dampf bewegt sich jetzt mit hohem Druck, weil natürlich auch hier in diesen Leitungen grundsätzlich ein Druck herrscht, aber eben auch diese Erhitzung dafür sorgt, dass sich dieser Dampf jetzt vorbewegt. Und was macht er dann? Der bewegt sich entlang seines Wasserkreislaufs bis hin zu einer Turbine. Und was passiert jetzt natürlich? Der Dampf trifft auf die Turbine, er drückt dagegen und er treibt die Turbine an. Genau, das ist erstmal grundsätzlich der Effekt, den wir haben wollen. Wir haben jetzt also aus dem Wasserkreislauf heraus einen Dampf mit hohem Druck, der eine Turbine andreht. Die Turbine dreht sich. Jetzt haben wir eine Drehbewegung, eine mechanische Bewegung, die wir jetzt natürlich noch weitergeben können hin zu einem Generator. Und wir kommen später noch dazu, wie Generatoren so grundsätzlich funktionieren. Und das ist im Großen und Ganzen schon der Effekt, weil im Generator wird jetzt Elektrizität erzeugt. Und diese Elektrizität kann dann nachher an das Stromnetz abgegeben werden. Jetzt haben wir aber natürlich trotzdem einen Wasserkreislauf, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Ein Kreislauf bedeutet natürlich, dass dieser Dampf jetzt noch irgendwie sich weiter bewegt. Er hat jetzt unter hohem Druck stehend die Turbine angetrieben. Er bewegt sich noch ein bisschen weiter und er kühlt jetzt ab. Das sind diese großen Kühltürme, die wir bei den Kernkraftwerksbeispielen gesehen haben. Die gibt es aber grundsätzlich natürlich auch bei den großen Kohlekraftwerken. Diese sehr, sehr, sehr breiten Türme, die eben nichts anderes machen, als den Dampf jetzt schlussendlich aufzufangen. Der steigt dann ein bisschen nach oben, kühlt sich dabei aber schon entlang der Umwelttemperaturen ab und kondensiert jetzt und setzt sich praktisch an den Seiten dieses Kühlturms ab. Und was dann passiert? Es kühlt sich wieder ab, es wird mehr zu wieder flüssigem Wasser und es fließt wieder herunter und kann dann schlussendlich entlang des Wasserkreislaufs wieder als abgekühltes Wasser zurückkommen. Und ist dann schlussendlich im Kreislauf, kommt wieder an der Brennkammer an, am Wärmetauscher, wird wieder erhitzt, wird wieder zu Dampf, treibt wieder die Turbine an, kühlt sich wieder ab, wird wieder erhitzt, treibt wieder die Turbine an. Und damit haben wir einen Wasserkreislauf, der hier schlussendlich der Weg ist, über den wir die Energie, die sich in den Brennstoffen befunden hat, die über das Feuer da schlussendlich umgewandelt werden, zu der Hitze, zur thermischen Energie, die bewegt sich schlussendlich mit diesem Dampf voran und kann dann in diesen mechanischen Antrieb durch die Turbine umgewandelt werden. Und diese Drehbewegung aus der Turbine, die sorgt dann auch für eine Drehbewegung im Generator und dadurch wird dann eben Elektrizität erzeugt und dem Stromnetz zur Verfügung gestellt. Hier haben wir natürlich den Effekt, dass wir genau so viel Strom erzeugen, wie wir eben entlang der Hereingabe des Brennstoffs eben erzeugen wollen. Na, das ist relativ gut steuerbar, indem man eben sagt, na, wenn wir so und so viel Brennstoff reingeben, dann ist ja das Feuer dauerhaft an oder wird ein bisschen runtergeregelt, wenn wir weniger reingeben, oder es wird hochgeregelt, wenn wir noch mehr reingeben und den gesamten Prozess ein bisschen weiter noch anstoßen. Und dadurch können wir eben auch sagen, okay, wir wollen mal mehr aus dem Kraftwerk erzeugen und wir wollen mal weniger aus dem Kraftwerk erzeugen. Aber so ein Feuer, das brennt nun mal und kann dann auch nicht sofort komplett abgeschaltet werden und kann nicht, wenn es abgeschaltet ist, jetzt komplett angestoßen werden. Das ist ein großes Feuer in einer großen Brennkammer mit großer Hitze. Das braucht halt ein Stück, ehe das dann so richtig
angelaufen ist oder es so richtig abgebrochen wird. Und dementsprechend sind diese Kraftwerke zwar sehr mächtig und können auch sehr viel Strom produzieren und sind entlang der Menge des Brennstoffs auch halbwegs steuerbar, aber eben nicht schnell steuerbar. Sie sind nicht flexibel. Sie können nicht darauf reagieren, was gerade am Stromnetz tatsächlich an Bedarf vorhanden ist, sodass man auf jeden Fall sagen kann, dass in der Zukunft der Energiewirtschaft mit sehr, sehr starker Vernetzung von vielen, vielen dezentralen Anlagen diese klassischen Kraftwerke eher im Weg stehen werden, weil sie eben bei einer potenziellen Überproduktion von Strom nicht schnell genug runterregeln können. Dann haben wir eine noch stärkere Überproduktion. Und bei einer Unterproduktion können sie nicht schnell genug hochfahren, sodass diese Kraftwerke so tatsächlich in Zukunft nicht gut in unserem Gesamtsystem funktionieren werden. Am ehesten noch die halbwegs flexiblen Gaskraftwerke, die sind ein bisschen kleiner, die sind ein bisschen besser steuerbar und da kann man dann auch nochmal hoch und runter fahren. Als Übergangslösung sind die relativ gut geeignet. Soweit erstmal zur Grundfunktionalität der klassischen fossilen Kraftwerke. Gehen wir mal noch weiter. Wir haben jetzt den Generator am Ende am Ende der Turbine praktisch gehabt. Die Turbine dreht sich ja, es kommt eine Drehbewegung, die auch zum Generator kommt. Und in diesem Generator haben wir jetzt schlussendlich den Rotor in der Mitte, der sich dreht. Und das können wir hier mit dieser Grafik uns ganz gut vorstellen. Die Turbine ist praktisch entlang der mittleren schwarzen Linie, das ist also des Punktes, das ist praktisch ein Stab. Die Turbine ist am anderen Ende des Stabs, dreht sich dort. Dieser Stab dreht jetzt im Generator den Rotor. Und da herum haben wir schlussendlich Magnete, die oder an dem Rotor sind Magnete, die durch die Drehung ein Magnetfeld erzeugen. Jetzt haben wir außen herum Induktionsspulen und das ist hier kein Physikseminar. Wenn das jetzt nicht ganz korrekt ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare und korrigiert es, aber lyncht mich nicht, ich bin ein Energiewirtschaftler. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich kann das nur halbwegs erklären, nicht physikalisch korrekt erklären. Jedenfalls haben wir hier durch die Drehung des Magnetes, die an dem Rotor dran sind, oder der Magnete, die am Rotor dran sind, ein Magnetfeld. Das Magnetfeld bewegt sich jetzt entlang der Induktionsspulen und dabei wird Strom erzeugt, indem nämlich eine elektrische Spannung dort aufgebaut wird. Und diese wird dann schlussendlich an das Stromnetz abgegeben. Das ist die blaue Linie, die hier noch mit entsprechend dargestellt ist und über diesen Weg dann der Strom auch herausfließen kann in das Stromnetz. Und das ist schlussendlich die Grundfunktionalität von diesen klassischen Kraftwerken. Ein Brennstoff in die Brennkammer, Wasserkreislauf, Dampf unter hohem Druck, treibt eine Turbine an und die Drehbewegung der Turbine sorgt eben auch für eine Drehbewegung im Generator. Und damit haben wir dann schlussendlich eine elektrische Spannung und daraus haben wir dann den Strom für unser Stromnetz. Das ist die Grundfunktionalität. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir in weitere Aspekte der Energiewirtschaft voranstoßen? Zum Beispiel zur Windkraftanlage. Eine Windkraftanlage kennen wir, steht jetzt mittlerweile an vielen Stellen in Deutschland, oftmals entlang der Autobahnen oder Bahnlinien, aber gerne eben auch mal irgendwo auf einem Feld oder auch mal an einem Wald oder auch mal in der Nähe von einem Dorf oder von einer Stadt. Gerne auch mal in Gewerbegebieten, weil die nun mal sehr, sehr effizient Strom erzeugen können, wenn eben der Wind weht. Und er weht meistens bis immer in gesamter Betrachtung von Deutschland. Und dementsprechend sind das gute Produktionsmöglichkeiten für Strom und Elektrizität, vor allem weil der Wind uns ja erstmal nichts mehr kostet. Wenn der weht, dann ist er halt da. Haben wir keine Brennstoffkosten im Gegensatz zu den fossilen Kraftwerken. Wie funktioniert das hier? Wir haben also Wind, der weht jetzt, der treibt jetzt hier erstmal ein bisschen sich herum und wir wissen das ja, wenn wir irgendwo draußen stehen und der Wind weht, dann spüren wir, dass da Kraft dahinter steckt. Na, also der Wind, da steckt schon ordentlich was dahinter, der könnte uns wegwehen, wenn er richtig stark ist. Und genau das nutzen wir eben aus, indem wir dort dann unsere Windräder hin tun. Die haben dann auch einen Rotor oben mit Rotorblättern und die sind eben so geformt, dass sie die Windbewegung gut aufnehmen können und sich dadurch dann eben drehen werden. Und diese Drehbewegung mag man es gar nicht großartig anders vermuten, hat natürlich dann auch am Ende des Tages etwas zu tun, so wie die Turbine funktioniert hat. Die treibt dann nachher eben auch einen Generator an. Der Wind mit seiner Energie, mit seiner Kraft, drückt hier praktisch die Rotorblätter voran. Der Rotor bewegt sich, das ist genauso wie die Turbinenbewegung im vorigen Beispiel mit den Kraftwerken. Die Windmühle kann das dann eben, je nachdem, wo sie steht, mal besser und mal weniger gut.
Zum Beispiel auf dem offenen Meer in der Nordsee für uns erstmal so gedacht, haben wir zum Beispiel keine Berge, die irgendwo im Weg sind, die den Wind praktisch abfangen würden, sondern der Wind kann sich frei bewegen, stößt dort auf die Windräder und kann entsprechend seine Energie komplett entfalten. In einem relativen Flachland ist das ähnlich, aber in einem bergigen Gebiet wird der Wind gerne mal abgelenkt, weil er schlussendlich gegen die Berge stößt und dabei ja nicht mehr weiter voranschreiten kann. Also mal mehr oder mal weniger Potenzial für Windenergie, gerade in der Nordsee am meisten. Dieser Rotor treibt es hier genauso den Generator an. Der Generator hat dann nachher das Magnetfeld. Über die Induktionsspuren wird elektrische Spannung erzeugt und Strom wird dann an das Stromnetz abgegeben. Das heißt, das Prinzip der Elektrizitätserzeugung ist beim Windkraft, bei der Windkraftanlage äußerst ähnlich wie eben die letzten Teile entlang des fossilen Kraftwerks und dessen Aufbaus. Das kann man sich also insoweit sehr ähnlich vorstellen. Wir haben eine Drehbewegung, die hier erzeugt wird, und diese Drehbewegung treibt dann eben den Generator an. So einfach. Gehen wir mal weiter zu einem komplett anders funktionierenden Beispiel, nämlich der Solaranlage, die Photovoltaikanlage. Die funktioniert tatsächlich ein ganz klein bisschen anders. Das ist uns auch, denke ich, relativ klar, weil dort haben wir ja nichts, was sich dreht. Also können wir dort auch nicht vom gleichen Funktionsprinzip ausgehen. Ne? Bei einer Wasserkraftanlage ist es auch klar, Drehbewegung einer Turbine durch eben die Bewegung des Flusses, des Wassers. Beim Wind genau das Gleiche, bei der Turbine des Kraftwerks genau das Gleiche. Hier eben nicht. Wie funktioniert so eine Photovoltaikanlage? Wir haben schlussendlich die Sonne. Die Sonne steckt jetzt irgendwo und die freut sich. Die ist gut gelaunt und die strahlt jetzt erstmal. Die strahlt auf unsere Solarzellen. Und diese Solarzellen nehmen jetzt die Energie auf, die in dieser Sonne steckt. Wir wissen, dass in der Sonne und vor allem im Sonnenlicht jede Menge Energie steckt, denn wenn wir draußen stehen, gerade in den Sommermonaten, und wir stehen da eine Weile, dann wird uns ganz schön warm. Und wenn wir dann auch noch in Richtung der Sonne gucken, dann blendet das ganz schön. Also da ist auf jeden Fall was dahinter. Und vor allem merken wir das eben, wenn wir mal vom Schatten in die Sonne gehen. Plötzlich ist es richtig heiß und plötzlich merken wir, wie die Sonne so richtig auf uns strahlt. Da ist also Energie dahinter und die können wir schlussendlich hier auch aufnehmen, indem wir diese Solaranlage auf eine gewisse Weise bauen. Die hat nämlich verschiedene Bauteile. Je nachdem, wo diese Solaranlage steht, kann die jetzt eben mehr oder weniger Solarenergie erzeugen, indem praktisch der Einfallswinkel der Sonne mal besser oder mal weniger gut ist. Das heißt, wir sind zum Beispiel näher am Äquator, deutlich besser mit Voraussetzungen gesegnet, die uns hier eine hohe Photovoltaik-Güte praktisch garantieren, während wir in Norddeutschland, geschweige denn in Skandinavien, einfach einen schlechteren Einfallswinkel der Sonne haben. Da kommt weniger Energie an. Deswegen ist es dort auch meistens kälter. Das heißt zum Beispiel auch in Bayern, Baden-Württemberg, in Süddeutschland haben wir bessere Einfallswinkel als in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir dann wieder bessere Windvoraussetzungen, aber im Süden von Deutschland haben wir bessere Sonnenvoraussetzungen. So. Was ist jetzt hier der Effekt? Wir haben bestimmte Bauteile in der Solaranlage. Das sind verschiedene Metalle zum Beispiel. Im Großen und Ganzen ist es meistens aber Silizium, was schlussendlich nichts anderes als Sand ist, nur eben umgewandelt mit irgendwelchen Metallbestandteilen, die auf eine bestimmte Weise miteinander reagieren, weil der eine Bestandteil hat zum Beispiel weniger Elektronen als üblich. Der möchte gerne ein weiteres Elektron aufnehmen. Ein anderer Bestandteil hat mehr Elektronen, als er eigentlich bräuchte. Der würde den gerne abgeben. Und es ist eben die Solaranlage auf eine bestimmte Weise gebaut, sodass die hier einen Ausgleich, praktisch eine Bewegung, eine Wanderung der Elektronen zulässt, indem praktisch über das Sonnenlicht auch ständig ein Nachschub an Elektronen zumindest kommt, beziehungsweise die Elektronen, die schon da sind, angeregt werden, sich zu bewegen. Haben wir dann eben über die Bauteile den Austausch. Die Teile mit zu viel Elektronen geben das ab an die mit zu wenig Elektronen. Wir haben also eine Bewegung von Elektronen innerhalb der Solaranlage. Und das ist schlussendlich nichts anderes als ein Strom, als ja, dann auch die Erzeugung von Elektrizität. Das heißt, wir geben dann geladene Elektronen an das Stromnetz ab, was dort an die Photovoltaikzelle angeschlossen ist. Die sich bewegenden Elektronen haben also eine Ladung aufgebaut. Das wird an das Stromnetz abgegeben. Das fließt dann praktisch ins Stromnetz als Elektrizität. Und solange die Sonne noch läuft, gibt es eben Nachschub. Und dadurch haben wir dann immer wieder einen Spannungsaufbau auf den Elektronen, die vorhanden sind.
Und damit haben wir eine Stromproduktion. Das ist ein bisschen anders als natürlich hier die Turbinen- und Generatorfunktion, aber ist auf jeden Fall etwas, was auch viele Vorteile hat, weil natürlich wir haben weniger sich drehende Bestandteile, weniger Verschleiß, weniger Wartungsaufwand im Regelfall. Hingegen, wenn mal ein bisschen Hagel fällt, dann kann das auch der Solaranlage ganz schön schlecht tun. Aber wir haben hier zumindest eine komplett anders funktionierende Funktionsgrundlagen in der Stromproduktion. Das ist ja schon mal ganz interessant. Ich denke auch, dass das erstmal eine relativ hilfreiche Darstellung war, wie die klassische Produktion eben funktioniert, mit dem Kreislauf im Kraftwerk, mit der Drehfunktion in der Windanlage. Beides sorgt dafür, dass sich Generatoren drehen und dort eben Elektrizität erzeugt wird. Und wiederum die Solaranlage, wo sich schlussendlich über die Sonneneinstrahlung die sowieso vorhandenen Elektronen gerne bewegen, sich dabei aufladen und diese Spannung dann eben schlussendlich auch ans Stromnetz abgegeben wird. Und so funktionieren schlussendlich Kraftwerke. So funktioniert die Stromerzeugung in der Energiewirtschaft entlang der zumindest wichtigsten Aspekte der Erzeugungsanlagen. Das war's soweit. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.